Ja, guten Abend aus Karlsruhe und aus Durlach, nein, aus Karlsruhe Südstadt. Und hier ist wieder das MySauna-Team mit einem wunderbaren Webinarabend. Einmal mit der Andrea, die auch hier kräftig winkt. Dann haben wir noch den Andreas wieder für alle Fragen. Der Nein, nicht Andreas, winkt. der nicht winkt, aber der da ist, der auch wieder alle eure Fragen im Hintergrund bearbeitet oder später mit uns dann noch durchgeht, vielmehr heute in dem Fall nur mit der Andrea. Ich verflüchtige mich nachher ein bisschen früher, weil ich habe noch einen Termin. Aber ich darf heute mal anfangen, damit dann Andrea nachher Zeit hat, ihre wunderbaren Sachen, die sie wieder vorbereitet hat, komplett auch auszuführen, ohne Zeitdruck. Ihr solltet auf alle Fälle dranbleiben, ist ein tolles Thema und ich glaube, da kann man wirklich jetzt zum Sommer hin schon wunderschöne Sachen mitmachen. Und ja, wir freuen uns auf gute 60 Minuten mit euch, wahrscheinlich 65. Aber kennt ihr ja auch schon, kurze noch von mir, einfach nur als Erinnerung, Montagabend 17:30 Uhr, Blabla-Café, Fadenhexer. Wer Lust hat, schaut zu. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Andrea, sag mal. Sag guten Abend. Ich sage guten Abend, bin total perplex, genau. Rollen getauscht. Normalerweise fange ich immer an und erzähle und möchte einfach natürlich Hallo sagen zu euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute wieder zu unserem Webinar. Und wie der Holger schon sagt, wir haben natürlich eine ganze Menge vorbereitet. Und damit die Zeit auch reicht und kein Stress aufkommt, fangen wir an. Und Holger, the stage is yours. Okay, danke. Und das, was ich jetzt zeige, ist heute mal eine erstmal leere Oberfläche. Und ich möchte euch aber hier etwas zeigen. Und zwar kommen immer wieder die Fragen mit den Farbverläufen. Wie macht man das? Ich habe mir das Thema deswegen auch gleich heute zurechtgelegt, weil in Kombination mit Andrea ihren Spielereien nachher, die da wirklich toll zu passen, kann man hier zum Beispiel Hintergründe dafür machen und richtig schön bunt werden. Und zwar bin ich jetzt hier heute mal auf der Mac-Oberfläche, weil natürlich auch immer viele von euch fragen, ja, wie sieht denn das aus mit Mac-Sachen? Das, was ich jetzt erkläre, geht im Prinzip auf der Windows-Oberfläche exakt genauso, nur dass man halt dort eben die deutschen Begriffe hat. Und ich sage die ganz kurz dazu, damit ihr wisst, um was es da geht. Und zwar, ich bin jetzt hier in dem Bereich des Digitalisierens mit Quick-Funktionen und ihr kennt ja alle in dieser Quick-Funktion unsere Standardflächen. Das heißt also hier, wenn ich hinten auf bei diesem Zeichen auf den Kreis gehe, bekomme ich meine Standardflächen, die eben einfach durch Anklicken gewählt werden und anschließend, wenn ich jetzt zum Beispiel diese hier nehme und einfach hier draufklicke, die Fläche auch sofort hier im Programm drin habe. Das geht also beim Mac genauso wie beim Windows-Rechner. Dieses Zeichen gibt einfach an, wenn ich hier draufklicke, dass eben entsprechend eine Füllfläche entsteht, die eben oder vielleicht auch nur eine Umrandung. Das kann ich ja hier festlegen. Das kennt ihr also auch. Fläche und Umrandung. Ich habe jetzt hier beides, aber ich nehme das nochmal weg, weil ich möchte das gerne an einem Kreis zeigen. Ihr seht nachher auch gleich, warum. Command-Z, na, ja, haben wir. Und jetzt, ich bleibe jetzt mal hier bei unserem Kreis, ganz normal, und gehe hier oben rein und habe jetzt hier eine Kreisfläche mit Umrandung. Das ist die schnellste Art, das zu machen. Jetzt ziehen wir uns das auf, damit das ein bisschen größer wird. Und hier geht es zum Beispiel jetzt darum, ich könnte jetzt hier so eine Art Button wieder machen oder eben also wie so einen kleinen Untersetzer. Und kann damit einfach mit Farben spielen. Ich muss ja also auch nicht immer mit allen möglichen Techniken, mit Füllungen oder arbeiten, sondern ich habe jetzt hier ein ganz klassisches Füllmuster. Und das markiere ich jetzt hier in dem Filmstreifen auf der rechten Seite. Das habt ihr bei der Windows-Version ja auch. Und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, das ist meine Musterfüllung. Mit einem Rechtsklick kann ich jetzt hier hier unten heißt es Properties bei dem bei der Mac-Version im Englischen. Und ihr hättet dort eben Objekteigenschaften oder Eigenschaften. Aber Achtung bitte immer dann auf die, die nur für das Aktuelle gelten, nicht für allgemeine oder Global Properties oder Eigenschaften. Die Properties klicke ich an. Und jetzt gibt es hier ein Feld, das nennt sich hier in dem Fall Gradient. Das heißt auch in der Mac-Version, in der Windows-Version Gradient. Und zwar geht es hier um Füllungen.
Und das Gradient, ich kann also die sogenannte Density, Stichdichte, ich kann auf Gradient gehen und dann würde die Stichdichte von einem zum anderen Ende offener werden. Es gibt aber hier auch noch eine zusätzliche Funktion. Beim Windows sehe ich die unten direkt dran. Hier bei der Mac-Version muss ich auf meine zusätzlichen Optionen klicken. Und dann bekomme ich hier die Varianten der Gradation. Das heißt also, ich kann einmal mit nur einer Farbe arbeiten. Das heißt, es wird von sehr dicht nach sehr offen. Es geht aber auch hier das Multicolor oder Mehrfarbgradientieren. Das heißt also, ich kann mehrere Farben oder Farbübergänge erzeugen. Wenn ich einen klassischen Farbübergang mache, einfach von einer in die andere Farbe, dann kann ich einfach das bestätigen mit OK und gehe nochmal auf OK. Dann seht ihr schon, was passiert. Es gibt einen Farbverlauf, der oben anfängt und zwar von hell nach dunkel. Das heißt, man stickt zuerst einen Teil. In dem Fall sieht man das hier, den gelben Bereich. Und der wird von oben nach unten immer weniger. Und dann stickt man den zweiten Bereich. Der wird genau andersrum gestickt. Das heißt, der fängt oben offen an und wird nach unten immer dichter. Jetzt bitte hier nicht irritieren lassen. Das ist eine Technik, die in der 3D-Vorschau nicht so optimal rauskommt. Das ist einfach so, dass dafür sind die Bildschirme einfach nicht hoch genug auflösend. Das sieht also beim Sticken nachher noch etwas anders aus, aber ich zeige euch gleich noch was. Das ist jetzt eben diese Zweifarbigkeit. Und jetzt gehe ich hier oben mal rein in unsere Live-View und da sehe ich dann viel besser, was da dran passiert. Das heißt also, hier kann ich wirklich gut sehen, wie dieser Farbübergang passiert. Und da kann ich auch mal ein bisschen ranzoomen, dass man einfach das noch größer sieht. Ja, dass man also hier diesen Farbübergang gut erkennen kann. Im Gestickten sieht es natürlich noch besser aus, weil dann eben diese Farbübergänge gerade hier in diesem Bereich hier besser zu sehen sind. Also wie gesagt, das ist eine Darstellungssache. Gestickt sieht das einfach noch viel, viel besser aus. Das ist jetzt mit zwei Farben. Ja gut, die dritte Farbe, das Blau, das ist der Rand. Den kann ich wählen, wie ich will. Ist auch nur als Beispiel. Ich würde den natürlich jetzt hier in Blau auch auf eine entsprechende Farbe setzen, dass ich sage, okay, was passt denn hier ganz gut? Natürlich das nicht. Ich nehme jetzt auch mal hier so die Rayon 40, da kann ich das ein bisschen besser. Mache da einen hellen Umrandungsbereich und dann sieht das also auch schon wieder ganz anders aus von der Optik. Und das ist auch etwas in dem 3D-View. Habt ihr vielleicht gar nicht bisher so viel mitgemacht? Da kann man ganz toll sehen, wie sich auch das Licht auf diese Stickerei auswirkt, je nachdem, von wo der Lichteinfall ist. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil ihr könnt hier nämlich auch, wenn ihr leuchtaktive Nachtsachen habt, also Garne, die reflektieren oder die sich in der Sonne aufladen und dann erst die Farben abgeben, dann kann ich das hier unten auch darstellen, wenn ich diese Farben habe oder diese Fäden benutze. Im Moment ist das aus, weil ich habe keinen Faden, der im Dunkeln leuchtet oder sich mit Sonnenreflex dann auflädt. Also das sind hier, wie gesagt, die Anschauungsmöglichkeiten. Das mache ich jetzt wieder zu. Das ist mit zwei Farben. Und ich habe natürlich, wie immer, mal was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier einfach nochmal zur besseren Optik. Und hier sieht man schon etwas, ich muss das nicht nur mit zwei Farben machen. Ich kann das auch mit mehr Farben machen. Und das ist sehr einfach, indem ich hier einfach also es ist wirklich sehr einfach, markiere, rechtsklick und wieder in meine Eigenschaften. Also das ist immer der gleiche Ablauf. Und jetzt gehe ich aber in dieses Mehrfach und dann gibt es hier etwas Zufügen von Farbwechseln oder hier Add Marker. Also Marker sind diese Dinger hier. Da kann ich hiermit das einstellen. Und hier ist auch noch ein kleiner, da zeige ich euch gleich jetzt noch was. Das heißt, hiermit kann ich verschieben, dass zum Beispiel der Übergang in dieses Dunkle. Ihr habt ja gerade vorhin gesehen, wie das aussah. Seht ihr, jetzt rutscht das runter. Das heißt, hiermit kann ich auch noch beeinflussen. Soll doch mehr gelb sein als braun. Das kann ich also alles über diese Marker und über diese Schieberegler verändern. Also nochmal in die Eigenschaften. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich brauche einen weiteren Marker. Ja, der ist erstmal in der gleichen Farbe wie der nebendran. Und jetzt kann ich sagen, okay, der soll
jetzt zum Beispiel hier sitzen und ihr seht, dann verändern sich die oberen gleich mit, wobei ich dann aber wieder sagen kann, okay, von dem zu dem muss es sowieso anderen Übergang geben als von dem zu dem, weil von Gelb zu Gelb gibt es keinen Unterschied. Deswegen machen wir da mal einen ganz verschiedenen tollen Farbton noch rein, Paprika. Und jetzt habe ich hier einen zweiten Farbton eingebaut, also von den Übergängen. Das ist der erste, zweite. Das wäre mein Endfarbton. Und so kann ich beliebig viele Marker einsetzen und dann hier immer den markierten Marker mit einer Farbe versehen. Jetzt gehe ich hier mal in das Kupfer. Okay. Ja, das heißt, also jetzt kann ich auch noch sagen, weiteren dazu. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt aus Versehen mal einen dazu gemacht habe und will den eigentlich gar nicht, dann klicke ich den einfach wieder an und sage den Remove. Und dann ist der wieder weg. Also das ist sehr, sehr einfach zu handhaben. Und dann kann ich spielen. Ich kann mit diesen Farbübergängen spielen. Das kann ich mir immer wieder anschauen. Sage ich okay, wieder okay. Und jetzt habe ich hier mehrere Farbübergänge. Und so werden teilweise auch die Unterlegungsflächen gemacht, zum Beispiel bei unseren, bei den, habt ihr vielleicht schon probiert, bei den Super Designs, bei den Hunden zum Beispiel, sind oft solche Farbübergänge als optische Hilfe unterlegt, damit man nicht zu viel mit anderen Farben spielen muss und durch Federstiche ineinander schieben, sondern ich kann mit solchen Effekten auch arbeiten. Und das habe ich nochmal jetzt natürlich auch nochmal in anderen Farben vorbereitet. Hier haben wir zum Beispiel etwas, das ist alles in Pastellfarben. Und auch hier gehe ich mal in die 3D-Vorschau, damit man einfach mal sieht, dass das sind nachher Farben, die zum Beispiel toll zu dem passen, was Andrea macht. Da ist man einfach hier dann auch so unter. Ich könnte jetzt zum Beispiel das als eine Art Untersetzer machen und dann als witzigen Gag noch irgendwo in eine Ecke das machen, was Andrea nachher zeigt. Das wäre jetzt zum Beispiel eben hier mal mit Pastellfarben. Und das ist natürlich nicht alles. Man kann auch wirklich einfach nur mit zwei Farben arbeiten. Und das habe ich jetzt hier mal mit Schwarz-Weiß gemacht. Und ihr seht jetzt auch gleich, wenn ich wieder in das 3D gehe, ja, das sieht also, wenn es dann nachher gestickt wird, ganz anders aus. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel solche Streifen machen. Die könnte ich jetzt noch verändern, dass ich sage, okay, den weißen Streifen müsste ich breiter haben, den schwarzen ganz schmal. Und dann, wenn man das ein bisschen sich ausarbeitet, kann ich wirklich so Tiefeneffekte bekommen, dass das aussieht, als wenn oben eine weiße Welle ist und es geht nach unten in eine schwarze ja, Spalte rein. Also da kann man irre viel mitmachen, ohne dass man eigentlich jetzt anfängt, mit Farben zu experimentieren, mit Flächen einzeln aufzubauen, sondern einfach in dieser einfachen Fläche drin bleibt. Ja, und das ist also hier wirklich, dass man das mal sieht. Und das ist, glaube ich, etwas, das habt ihr noch gar nicht so beobachtet. Guck mal, ihr seht hier wirklich sogar Stichbildungen. Wie laufen die? Auch wenn das Strukturen sind, dann kann ich genau sehen, wie die sich aufbauen. Und für mich eigentlich ein sehr einfaches, praktisches Mittel, um farbige Gags mit reinzubringen und einfach damit zu spielen. Und wie gesagt, hier ist es so, dass ihr mit allen möglichen Farben arbeiten könnt, aber Achtung, hier ist es nicht möglich, dass ich eine Farbsortierung mache, weil das macht hier keinen Sinn, sondern ich muss wirklich eine Farbe nach der anderen so sticken, wie sie hier kommt, weil sonst kann der Verlauf gestört werden. Und deswegen sehe ich auch nur, ich habe hier, ich kann nur einblenden, ausblenden. Ich könnte hier jetzt noch die Farben intern nochmal wechseln, wenn ich sage, okay, da ist eine Farbe drin, ich möchte da was ganz Verrücktes noch machen und sage, ich möchte jetzt hier natürlich das Fadenhexagrün drin haben. Und dann seht ihr schon wieder, so einfach kann ich einen neuen Effekt mit reinbringen, ohne dass ich das ganze Motiv ändern muss. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Also ich spiele ganz gerne mit diesen Sachen rum, weil auch da immer ganz verrückte Effekte entstehen, die man vielleicht vorher so noch nie eingesetzt hat und immer gesagt hat, naja, brauche ich das? Einfach mal probieren, wenn was dabei ist, was euch gefällt, macht es. Wenn nicht, kann ich ja immer noch das hier machen, mache. Und schon ist es weg und ich kann was Neues machen. Aber für euch einfach nur mal als Idee mit unterschiedlichen Farben arbeiten, hier jetzt eben mit Pastells, hier mit ganz kräftigen Farben und hier habe ich einfach gezeigt, wie es geht. Weil wenn ihr natürlich auch noch eines machen könnt, wenn ihr das markiert habt, also dass ich sage, ich mache hier mit den Point Select, dass ich also hier, na, das ist wieder rein. So.
Ja, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte zum Beispiel einfach nur hier den Winkel drehen, kann da ja schon wieder auch Effekte rausholen, weil vielleicht nebendran eins ist, wo die Farben gleich sind, aber es soll einen ganz anderen Effekt geben. Und hier ist es eigentlich auch wie bei allen anderen Sachen. Ich könnte natürlich jetzt hier auch loslegen und sagen, ja, ich ziehe das hier rein und mache hier so eine Art Pac-Man. Ja, haben wir schon. Und so einfach geht das dann auch, indem ich dann natürlich hier auch noch sage, ja, ich brauche da aber hier jetzt ein Eck und hier brauchen wir auch ein Eck und schon haben wir ein Pac-Man fertig. Ein Pac-Man mit bunten Farben. Muss ja nicht immer der langweilige gelbe sein. Okay, das war es eigentlich heute schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat ein bisschen inspiriert. Und wie gesagt, Kombination mit dem, was Andrea jetzt macht, und da habt ihr wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Und damit übergebe ich eigentlich schon an Andrea. Oder brauche ich Hilfe? Na, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich muss das wieder. Ich glaube, es sieht ganz gut aus, Holger. Ich konnte den Bildschirm schon übernehmen und ich glaube, man sieht Okay. auch meinen Bildschirm, oder? Ja, sieht man. Und Ja, vor allen Dingen, super. wie ich, hier sieht man auch schon deine Blüte in der Mitte mit dem orangefarbenen Kreis. Die könnte das andere, was ich gemacht habe, ganz toll aufpeppen. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß mit Andrea, weil die erklärt euch jetzt, was man hier alles Verrücktes machen kann. Ich wünsche euch Okay, noch viel Spaß. super. Bis zum nächsten Mal. Klasse, Holger, vielen herzlichen Dank. Hat uns sehr gefreut und eine tolle Inspiration, die wir natürlich hier weiterverwenden können. Sehr schön. Ich frage mal den Andreas. Ich habe nämlich vergessen, falls bei euch schwarze Bildschirme durch unser Umstellen aufgetaucht sein sollten, könnt ihr machen, F5 und Steuerung. Andreas? Steuerung mit Steuerung. F5, genau. Dann seht ihr wieder alles im Bunt. Okay. So, und dann möchte ich natürlich gerne überleiten und weiterführen in die Dinge, die ich für euch noch vorbereitet habe. Ich finde, das, was der Holger mit den Flächen gemacht hat, ist immer eine ganz fantastische Sache, weil dadurch lebt eine Stickerei, dadurch lebt das Designen und alles, was rauskommt. Und ich kann euch vielleicht zeigen, ich gehe mal hier auf die PowerPoint zurück, die wir schon mal letztes Jahr, glaube ich, angefangen haben. Und ich war wirklich erstaunt, als ich jetzt zwei Folien dazugefügt habe, was wir schon alles miteinander gemacht haben. Und wirklich tolle Designs dabei. Und heute geht es eigentlich so ein bisschen darum, um einen 3D-Effekt, den wir vielleicht mit dem Stitch-Editor machen. Ich kann es auch mal größer machen, dass man vielleicht ein bisschen besser sieht. Und größer machen, damit man es besser sieht. Man muss einfach nur draufklicken, so. Und damit man auch sieht, dass es so 3D-Effekte gibt, Wuschel-Effekte, Puschel-Effekte. Wie kann man sowas erstellen mit der Maisonette Platinum? Das ist heute vielleicht mein Thema. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe viel im Gepäck und habe aber viel schon vorbereitet, sodass wir gemeinsam zusammen sehen können, wie die Arbeitsschritte dafür sind. Also so ist mal mein Plan. Und man kann sich natürlich vorstellen, das, was der Holger gezeigt hat, kann in so in diesen Fülloptionen, in diesen Füllflächen, kann natürlich sowas wunderbar mit eingebaut werden. In vielleicht solchen Elementen, die dann einfach nicht in der Struktur vielleicht dann glänzen, sondern einfach im Verlauf. Also eine sehr schöne Ergänzung. Okay. So, also dann gehe ich mal auch direkt ins Programm und öffne sozusagen die Maisonette Platinum und habe hier einfach schon mal was vorbereitet, weil ich dachte, wenn wir jetzt sofort in die Maisonette Platinum gehen, ins Digitizing, kann es sein, dass wenn wir vielleicht neue Zuschauer haben, dass ihr euch vielleicht fragt, das ist aber schon echt eine Menge Holz, was da vermittelt wird. Vielleicht möchte ich auch was Einfaches mal machen. Und mit den Tools, die hier in der Maisonette enthalten sind, kann man wirklich sehr schön arbeiten. Deswegen habe ich hier gleich mal das Fenster vorbereitet mit einem Design, was aus dem Digitizing kommt, was nachher auch unser Ziel ist, mal zu sehen, wie das entsteht und wie dieser Puschel-Effekt entsteht und wie es eben alleinstehend zu machen ist, dieses Design. Wie kann ich vielleicht mit den Dingen arbeiten, die einfach da sind und einfach auch schon da mal so die ersten Schritte üben. Und da waren wir auch schon öfter. Wir sind jetzt hier entweder in der Maisonette Silver oder in der Maisonette Platinum, in der Registerkarte oder im Menü Super Designs. Und da gibt es wirklich ganz viele Designs, die man sich hier aussuchen kann, mit denen man spielen kann, mit denen man starten kann.
Und ich bin hier bei den Blumen, es ist Frühling, hängen geblieben. Und man kann hier natürlich sehen, wenn man so ein bisschen durchscrollt, dass man sich für eine Kategorie hier vielleicht entscheidet. Die wird auch angezeigt. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, lass doch mal einfach so ein Blümchen mich aussuchen und hier vielleicht in der Größe mal so übernehmen, wie die Standardeinstellungen von der Software sind, hier auf Anwenden gehen und dann fliegen auch schon die Designs dann auf den Bildschirm ein. Ich kann dann drehen, ich kann vielleicht ein bisschen arrangieren, ich kann jetzt einfach schon kreativ werden und mich hier so ein bisschen ja, zurechtfinden vielleicht mit den ganzen Sachen, die es hier einfach auszusuchen gibt. Und man darf sich hier verschiedene Möglichkeiten, die es hier gibt, einfach anschauen, auswählen. Es ist einfach ein Klick, es ist einfach ein Übernehmen, es ist einfach ein Zusammensetzen, Zusammenfügen. Alles wird hier auf dem Filmstreifen angezeigt. Alles, was blau unterliegt, ist im Moment aktiv. Durch die Pfeile, die hier unten sind, kann man die Position verändern. Das haben wir auch schon öfters gehabt. Und das, was hier jetzt so, ich sag mal, im Kleinen und Einfachen passiert, ist natürlich dann im Digitalisieren, ja, eigentlich so die Grundvoraussetzung, dass man mit den Stichen und den Flächen ganz gut arbeiten kann. Und ich kann zum Beispiel auch wieder sagen, gut, ich möchte mal mit dem Blatt hier weitermachen. Vielleicht interessiert mich die Größe mal in 30. Also ich möchte hier die Größe auf 3 cm einstellen. Ich möchte es mal übernehmen, mal schauen, wie sich das dann darstellt. Über diesen Drehpunkt kann man drehen. Man kann auch über Funktionen des gleichen 45 Grad drehen, sodass man hier nicht vielleicht mit dem Mauszeiger friemeln muss. Aber man kann ja sich erstmal hier so ein bisschen rantasten. Dann habe ich hier vielleicht schon einen Größenunterschied, eine schöne Struktur, die ich dann gerne haben möchte. Vielleicht nehme ich so ein Gänseblümchen noch dazu und möchte das vielleicht auch ein bisschen größer einstellen. Kann man ja vielleicht auf 30 hier machen in der Größe und anwenden und einfach schön dann hier beispielsweise dazusetzen, vermitteln. Und wenn es nicht ganz so passt, weil ich möchte gern, dass der Stängel natürlich nicht sichtbar ist, kann man auch das Gänseblümchen so ein bisschen drehen, sodass man das natürlich gut vermittelt bekommt. Also da nimmt man sich ein bisschen Zeit und dann spielt man, macht es auch ein bisschen größer in der Ansicht und kann einfach mal loslegen, finde ich. Und wie gesagt, wenn man dann so ein bisschen spielt und mal ein bisschen guckt mit den Designs, mit der Größe, kann man hier auch vielleicht sehen, dass man den Stil ändern kann. Also man kann sie farbig darstellen oder in der Umrandung. Wenn man hier auf den Abwärtspfeil klickt, kann man das ganz gut sehen und diese Elemente dann auch weiter benutzen und vielleicht einfach mal auch mit auf den Bildschirm bringen. Vielleicht sind sie einfach im Hintergrund zu sticken. Und wenn ich dieses Gänseblümchen jetzt im Vordergrund habe und würde aber gerne natürlich, dass es eher im Hintergrund ist, weil durch meinen Gestaltungsprozess sich das jetzt so ergeben hat, dann kann man hier früher Sticken einstellen, so dass ich dann einfach wandere und so weit hoch wandere, dass es dann nicht verdeckt ist durch dieses Blümchen, was ich vorher schon zum Beispiel hier aufgerufen habe. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch mal in die Maisonette Library schauen. Alle, die von euch ein Maisonette Platinum oder Maisonette Silver Abonnement haben und jetzt auch eine Maisonette-fähige Stickmaschine, dann kann man, ups, das wollte ich gar nicht, das, dann kann man hier auf die Library gehen, die Maisonette Library, und direkt übertragen, auf jeden Fall auf dem Bildschirm oder auf dem Bildschirm eurer Maschine oder auf dem PC-Bildschirm eben. Und da sind so viele Möglichkeiten. Ihr könnt filtern, ihr könnt einfach suchen, was es für euch gibt. Und alle, die mit multiformatfähigen Maschinen unterwegs sind, ist das gar kein Problem. Die Designs sind alle in den Warenkorb zu legen und dann kann man sie über die Webshop-Funktion downloaden und in die Software reinladen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Also das könnte mit dazukommen. Ihr könnt mit einer Encore-Funktion arbeiten. Das ist dann in der Maisonette Platinum. Einfach ein bisschen spielen. Kann ich vielleicht noch ganz kurz zeigen, wenn ich da reingehe und vielleicht einfach weiter am Entwickeln bin. Dann gehe ich vielleicht wieder in die Farbe, nehme vielleicht dieses Blümchen. Lass es einfach mal auf den Bildschirm kommen. Schiebt es mal so, dass ich auch was sehen kann. Könnte jetzt hier, Maisonette Platinum ist diese Funktion speziell integriert,
aufrufen und vielleicht sagen, okay, also ich möchte das vielleicht gerne in der Kreisfunktion anwenden, im gleichmäßigen Abstand wiederholen, darstellen. Das ist die ganze Registerkarte, die ich hier wählen kann. Man kann es auch auf gewisse Formen legen oder auf eine Linie oder eine Welle oder um den Stickrahmen herum drapieren. Im Prinzip ist alles nur anwendbar durch Anklicken, Ausprobieren und Schauen, ob es einem gefällt und ob es dann zu dem Designarrangement passt, ohne dass man immer gleich selber digitalisieren muss. Ich lege das jetzt nochmal auf den Kreis, dass man die Funktion auch gesehen hat. Habe hier eine Wiederholung von 4 zum Beispiel eingegeben. Das bedeutet im Chor, ich wiederhole im gleichmäßigen Abstand, lasse die Vorschau einfach mal an oder ich klicke die Vorschau an, damit ich mir das einfach mal ansehen kann. Und ich kann es natürlich erstmal hier reinschieben, dass ich sehen kann, was hier passiert. Es lässt sich in der Größe auch verändern. Man kann hier an den Schiebereglern stellen und dann zum Beispiel sagen, ja, das gefällt mir ganz gut. Ich übernehme das einfach so und schon, wenn das Internet mitmacht, hat man dann sein Design, was man vielleicht dann hier auch verwenden kann. Man sieht, dass die Software sehr schlau ist und auch diese Elemente miteinander verbindet und eine Gruppenfunktion anbietet. Und das finde ich auch sehr schön. Und gerade beim Digitalisieren ist es eine tolle Sache, weil wenn ich die Gruppierung zum Beispiel hier aufhebe, kann ich an alle diese einzelnen Designs natürlich auch wieder dran Veränderungen vornehmen. Und die kann in der Fläche sein, im Winkel sein oder ich lösche es auch raus. Vielleicht finde ich, dass noch ein zweites auch rausgehen sollte und orientiere mich dann einfach anders, ja? So ist Designen, so ist Entwickeln, so entstehen einfach dann Stickelemente mit den Funktionen, die einfach da zur Verfügung stehen. Und so kann man das natürlich weiterführen und hier immer wieder auch mit Schriften noch ein bisschen arbeiten. Das zeige ich vielleicht noch ganz kurz und dann wollen wir aber auch mal schauen, wie diese Blüte entstanden ist. Auf die Beschriftungsregisterkarte einfach gehen. Und ihr habt das euch mit Sicherheit schon auch angesehen und wir waren schon öfter einfach auch hier unterwegs. Aber es ist immer wieder irgendwie neu und überraschend, wie viel da ist und was zur Auswahl einfach schon da ist, ohne dass man groß eben selber an eigene Designs denken muss. Und genau, dann kann man hier einfach mal für sich das aussuchen, was vielleicht zu seinem Design passt. Und ich gehe jetzt mal auf eine Schrift, die ich mir hier ausgesucht habe. Das ist einfach eine, die ich selbst eingeführt habe über den Schriftartmanager. Da haben wir auch schon mal ein Webinar von gemacht. Da kann man also fertige Schriftfonts auch einlesen in die Sticksoftware und sie genauso so benutzen wie die Schriftarten, die hier vorprogrammiert enthalten sind. Ich habe hier schon mal ein Wort eingegeben. Ich kann die Größe selbstverständlich anpassen. Da machen wir einfach mal was super Kleines dazu, damit es hier auch reinpasst. Man kann vielleicht auch hier in dieser Form, so wie die Schrift dann auf dem Bildschirm dargestellt wird, ein klein wenig eine Variation eingeben. Und wenn man wieder die Registerkarte dann durchschaut, es gibt immer dieses Häkchen, was dann die Einstellungen, die ich auf dieser ganzen Auswahl dieser Menüwahl zur Verfügung habe, dann auch übernimmt. Und dann kommt zum Beispiel die Blumenwiese. Und über den Filmstreifen, den ich dann hier blau markiere, kann ich alles, was ich hier schon vielleicht auf meinem Bildschirm habe, anpacken, etwas verschieben und arrangieren, sodass ich letztendlich irgendwann dann auch zu einem schönen Ergebnis komme, was ich dann vielleicht auch wirklich dann sticken möchte. Und ja, wo ich dann sage, hey, das ist vielleicht noch eine ganz coole Sache, die ich hier einfach mal so zusammengeklickert habe, ne? Und so könnte das zum Beispiel ausschauen. Und hier fehlt vielleicht noch ein Blümchen, aber das könnte zum Beispiel auch aus der Library dann kommen. Oder eine schöne Blume aus dem Digitizing, vielleicht auch so mit dem Farbverlauf von Holger. Also, ich wollte nur, bevor wir jetzt zu dieser Blume kommen, wie die dann entstanden ist mit diesem Puschel-Effekt, einfach zeigen, ja, es muss nicht immer gleich im Digitizing mit ja, Funktionen sein, die vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen, komplex erscheinen, aber dann doch in der Vielfalt, so wie wir es hier anwenden, sind. Und deswegen kann man ruhig mal vertrauen und hier in die Funktionen übernehmen, die hier in My Sonnet Embroidery vorhanden sind und die
man einfach mal testweise ausprobiert. So, und dann würde ich doch sagen, gehe ich mal, bevor die Stimme dann noch versagt. Heute ist die Stimme nicht so toll. Ich weiß nicht warum. Aber trink mal einen Schluck Tee. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Andreas kann ja mal in der Zwischenzeit übernehmen. So, nein, macht er nicht. Okay, dann mache ich einfach weiter. Und ich gehe mal hier in ins Digitizing. Digitizing komme ich hier unten in meine Menüleiste, weil ich schon aufgerufen habe. Wer ins Digitizing möchte, kommt von der Maisonet Embroidery über Erstellen natürlich ins Digitizing und kann es aufrufen. Und dann kommt einfach ein neues Fenster und man kann entscheiden, wie man dann einfach beginnen möchte, wie man starten möchte. Und alle Bilder, die ich hier unten aufgemacht habe, möchte ich euch zeigen und auch erklären, damit wir sehen, wie kommen wir denn zum Puschel-Effekt und wie funktionieren diese Funktionen im Digitizing. Okay, was ich gemacht habe als erstes ist, da gehe ich jetzt auch mal rein, ich habe einfach von, und da gehe ich noch mal kurz zurück auf diese Ansicht hier, von unserem Stoffprint, den wir hier verwendet haben, der hier in diesem Rucksack integriert ist. Das ist ein Stoffprint von Michael Miller. Und wir haben einfach hier einfach dieses Blümchen so toll gefunden und dachten, da könnten wir doch mal irgendwie auch coole Effekte mitmachen und das Design dem verwendeten Stoff auch anpassen. Und wenn man sowas macht, muss man immer vorsichtig sein. Also auch anfragen, das haben wir auch getan, Michael Miller, damit wir auch das einfach benutzen dürfen. Und wenn ihr es für eure eigenen Zwecke nehmt, dann ist es oftmals völlig in Ordnung. Aber es ist gefährlich, Designs zu nehmen, die nicht, ja, sage ich mal, frei sind oder die einfach einem Copyright unterliegen. Das haben wir, glaube ich, schon oft gesagt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das war so unsere Inspiration. Und hier haben wir designt und Mel von Edleilelo hat einen wunderschönen Rucksack genäht. Otto von Farbenmix ist wirklich wunderschön. Und man kann hier ganz toll natürlich mit diesen Designs einfach so ein paar Varianten und Akzente setzen. Also, so soll es dann halt mal aussehen. Und jetzt gehe ich wieder da rein. Und da sind wir schon mal. Das heißt, wir haben einfach ein Foto gemacht von dem Stoff und den kann man über den Assistenten einlesen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der leitet und führt euch auch. Das haben wir euch auch schon mal gezeigt. Andernfalls, wenn ihr mit dem Assistenten Hintergrund laden oder erstellen diese Option wählt, kommt ihr hier raus und habt eine Vorlage, die ihr benutzen könnt. Das ist ein Foto. Das heißt, man kann nicht hier einfach anklicken und alles füllt sich aus und man ist fertig. Es ist nur eine Hilfe, wie die Stichführung später sein soll. Und ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter und ich habe dieses ganze Design mal aufgedröselt. Ich habe wirklich nur alle einzelnen Elemente hier angezeigt, um euch zu zeigen, wie ich vorgegangen bin und was meine Hilfen waren und wie ihr es für andere Designs, es muss jetzt ja nicht dieses Blumendesign sein, aber in der Art, die Designs, die euch gefallen und die ihr euch entwickeln wollt, könnt ihr diese Funktion und auch diese Herangehensweise natürlich überdenken. Und auch jedes Design ist wie immer einfach anders und muss wirklich ein bisschen angeguckt werden, wie man es startet. Was ist die erste Fläche, die man vielleicht benutzt, was kommt als letztes, was sind Hilfsmittel und so weiter. Und hier habe ich mal diese Innenfläche. Ich habe das Bild auch schon ein bisschen größer gemacht. Über Ansicht kann man den Hintergrund, der ja da ist, stärker einstellen oder schwächer einstellen, sodass man ungestört ist oder ein gutes Vergleich hat, wie man sich mit seinem eigenen Design entwickelt. Wie passt genau ist man denn? Detailgetreut ist man denn? Und ich habe hier sogar etwas gemacht. Ich bin eher symmetrischer gewesen als die tatsächliche Vorlage. Das kann man auch sehen, weil ich habe hier so Kreise mal einfach auf den Bildschirm gezogen und man sieht, die gehen schon ein bisschen drüber oder auch die inneren Kreise oder die Blumenflächen sind eben etwas kleiner. Man kann das über die Objektansicht, 3D-Ansicht, 2D-Ansicht, Objektansicht immer so ändern, dass man auch wirklich die beste Ansicht einfach für sich bekommt. Also je nachdem, was man da braucht, schaltet man diese Ansicht ein oder aus.
Und man kann hier deutlich sehen, dass die gemalte Blüte natürlich dynamisch ist und auch zu dem Stoffprint passt. Ein gesticktes Design, denke ich, ist aber doch besser. Es ist nicht klein und groß und unregelmäßig. Es mag auch solche Designs geben, die das wirklich auch charmant dann widerspiegeln und auch toll aussehen. Aber hier ist es doch sehr symmetrisch. Und ich dachte, es ist besser, es ist gleichmäßig, damit man so, wenn man so direkt das Design sieht, nicht denkt, irgendwas ist doch da schiefgelaufen vielleicht. Aber wie gesagt, es hat jeder so seinen eigenen Style und man kann es so gestalten, wie man das gerne selber möchte. Und ich bin hier einfach mal mit der Füllfläche der Blüten in den Blätter gestartet. Ich würde sagen, ich lösche jetzt einfach mal hier so einen Bereich, damit man mal sieht, was ich überhaupt gemacht habe. Weil man sieht es zwar, aber man kann gar nicht vielleicht direkt verstehen, was da passiert ist. Und die Frage, die ihr euch auch stellt, sind, was sind denn hier das für Kreise da eigentlich? Die gehören nicht zum Design, aber ich habe die schon eingezogen, damit ich einfach eine Orientierung habe, damit ich symmetrisch bin, damit ich weiß, wie groß sind eigentlich meine Abstände für die Innenblätter und wie groß ist es dann auch für die Außenblätter. Und wie ich die einziehe, das zeige ich euch später mal. Das ist wirklich super einfach. Die kommen einfach, wenn man sie so definiert. Ich zeige es euch dann mal. Jetzt wollte ich euch aber zeigen, wie man diese Fläche definieren kann, um einfach ja, irgendwie einen Start auch mal hinzukriegen fürs Design. Und ich gehe auf Punkt gestalten und ich gehe auf den Bezier-Modus, den ich sehr liebe, weil er einfach sehr flexibel ist und super genau wird. Und dann gehe ich mal auf eine Musterfüllung hier. Und das ist im Prinzip schon alles. Und ich muss nur sagen, dass ich jetzt einen Bereich und eine Linie, also einen Bereich oder eine Linie erzeugen möchte mit der gewählten Musterfüllung und dem Bezier-Modus. Und wenn ich meinen Mauszeiger wieder hier in den Bildschirm ziehe, kann man sehen, dass er so einen Punkt hat für die Punktgestaltung und zwei so kleine Griffe, die für die Bezier wichtig sind. Also, und was passiert jetzt? Ich würde sagen, ich starte einfach und umpunkte die Fläche, die jetzt für mich wichtig ist. Ich drücke also mal mit links hier fest. Und wenn ich hier so ein bisschen an diesem Punkt, ich lasse den linken Finger also die linke Maustaste gedrückt, damit ich hier so ein bisschen an diesem Punkt ziehen kann und so kleine Griffe rauskommen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier so in den Bereich rum und umpunkte das und würde den nächsten einfach mal vielleicht hier setzen. Und den nächsten würde ich dann hier setzen und ziehe und mach einfach bei der Gelegenheit schon so ein bisschen die Form klar. Dann würde ich jetzt mal mit rechts einfach klicken. Es entsteht dann schon eine Fläche, weil die habe ich ja gewählt. Ich bin auch hier in der Farb, Skala hier von diesem Farbwechsel. Also den kann ich natürlich auch verändern, so wie wir es gerade hatten in My Sonnet Embroidery. Durch diese Pfeiltasten kann ich nach oben oder nach unten mein Element, was ich hier gerade bearbeite, bewegen. Und weil es jetzt natürlich noch nicht so aussieht wie hier, gehe ich einfach nochmal hier in den Bereich rein. Der ist auch markiert, mache einen rechten Mausklick und kann jetzt an diesen Bezier-Punkten, an diesen Bezier-Griffen einfach die Form einstellen. Mit der gedrückten Umschalttaste auf der Tastatur kann ich jetzt hier zum Beispiel ziehen und ich kann alles hier verändern und ihr seht schon, wie dann einfach diese ganze Struktur sich ganz schnell dann auch ergibt. Und man zieht einfach an diesen Griffen so lange und auch in die Richtung, die man dann benötigt, um, ja, ich sag mal, hier hat sich was verdreht, dann drehen wir es halt einfach um. So, der muss nach da und der muss nach da. Dann passt die Sache. So, und vielleicht noch ein bisschen gerader, damit es hier einfach auch nicht so bauchig wird, sondern eher flacher wird. Und immer sobald man gedrückt hält, ist einer von diesen Griffen beweglich und der andere bleibt starr. Und so kann man es dann einfach an seine Form, wie gesagt, anpassen. Also das ist Bezier. Und vielleicht möchte ich da noch ein bisschen reingehen. Ich kann es dann auch noch ein bisschen höher ziehen. Je weiter ich das nach oben ziehe, umso weiter folgt mir natürlich auch die Fläche. Und hier möchte ich natürlich das genauso, dass es hier eher flacher runtergeht, sodass sie sich relativ ähnlich sind.
Hier geht es mehr so in den Kreisbogen rein. Das kann ich dann also hier so einstellen, so und hier auch ein bisschen angleichen. Und schon habe ich diese Form, die dem entspricht, was ich hier eben auch schon vorgemacht habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Fläche gehe und auf der Startseite mit der Rechteckauswahl das umrande und einfach mal lösche, dann muss ich jetzt nicht einfach hergehen und alles nochmal, ja, so oft eben diese Blütenblätter vorkommen, nachdigitalisieren. Ich kann diese Fläche und das, was ich hier gerade gemacht habe, natürlich auch kopieren und einfügen und so vervielfältigen, weil es ja doch relativ symmetrisch ist. Und das kann ich mal zeigen. Ich gehe auf die Musterfüllung. Hier kann ich noch ein bisschen höher gehen. Da habe ich gerade gesehen, ist jetzt ein bisschen flach. Es ist mit dem Rechteckauswahl hier markiert. Und dann gehe ich einfach jetzt mal auf Kopieren hier und dann auf Einfügen in der Mitte vielleicht, damit man es gut sieht. Hier sind wieder die Drehpunkte. Und dann kann ich das soweit schon mal in die Position bringen, dass ich es dann hier einfach anfügen kann. So, und das mache ich natürlich dann mit allen, die noch nicht da sind, genauso. Also füge ein, füge ein, füge ein, füge ein, sodass ich dann relativ schnell auch mit der Musterausfüllung, ja, mit den Blütenblättern eigentlich gut vorankomme. Und wenn hier eben das nicht so schön ist, dann macht man es einfach schön. Dafür sind die Griffe da. Und ich habe hier auch den Winkel, das hat der Holger auch gezeigt. Man findet, dass es einfach ein bisschen dynamischer aussieht, wenn man hier in diese Richtung geht, die einfach zentral zur Blütenmitte geht. So kann man den Winkel einstellen. Und man kann auch hergehen und sagen, okay, vielleicht möchte ich einfach eine normale Füllfläche und vielleicht gibt es auch noch interessante Füllstrukturen, die interessant aussehen und die abwechselnd auch benutzt werden können, um die Fläche einfach noch ein bisschen interessanter zu machen. Also das lässt sich natürlich auch abwechselnd dann so einstellen. Und wenn ich ganz ans Ende mal gehe, dann kann man es durchaus sehen. Ich habe genau das hier gemacht. Also hier sind die ganz normalen Füllstrukturblätter. Hier habe ich dann einfach so ein bisschen diese Wellenstruktur benutzt und immer im Wechsel einfach vergeben. Also damit habe ich angefangen und jetzt habe ich als nächstes dann diese Außenblätter gemacht. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie als das, was ich jetzt gemacht habe. Ich gehe mal dahin, wo ich es vorbereitet habe. Und auch hier habe ich so einen Kreis eingefügt. Und ich zeige euch einfach mal, wie so ein Kreis überhaupt entsteht, damit ich auch so eine Orientierung habe, bis wohin soll ich denn eigentlich meine Außenblütenblätter ziehen? Weil wenn ich da keine Orientierung habe, dann wird das ein bisschen ungleich. Und wie gesagt, das stört den einen vielleicht gar nicht und ist gewünscht und den anderen sagt es vielleicht, der andere sagt sich vielleicht, nee, das muss schon irgendwie alles ein bisschen rund und gleichmäßig sein, wenn ich sowas schon anordne. Ich gehe mal, um eine Hilfslinie vielleicht einzuführen für hier, sodass ich da auch natürlich sehen kann, wo enden oder beginnen denn eigentlich meine Außenblütenblätter. Dann kann ich mal hier auf Schnell erstellen gehen. Das ist die Registerkarte hier oben. Und dann gehe ich mal hier auf Formen. Da ist so ein Abwärtspfeil, da klicke ich mal drauf. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Da kann man alles Mögliche sich aussuchen. In dem Fall eignet sich für mich jetzt dieser Kreis. Den habe ich hier ausgewählt. Und ich kann jetzt noch entscheiden, wie wird dieser Kreis denn gebildet? Mit der Musterfüllung, Laufschicht, das sind immer so die Optionen, die ich habe. Was passiert auf dem Bildschirm, wenn ich eben diese Dinge einstelle? Die werden dann eben so, wie ich sie einstelle oder über den Abwärtspfeil dann eben bestimme, auch ausgeführt. In dem Fall ist es keine Musterfüllung und ein Laufstich. Und die Form, die ich wähle, wird jetzt einfach gebildet, indem ich mit der linken Maustaste drauf drücke. So, da ist sie. Und damit man sie besser sieht, sie hat sich ans letzte Element angefügt. Ich kann mal hier so noch eine Farbe dazugeben, dass man die mal sieht, meist so ein Orange. Und schiebe über die Pfeiltaste den Farbwechsel natürlich vor diesen Laufschicht, dass man den gut sieht. Und auf der Startseite, wo ich diese ganzen Auswahlwerkzeuge finde, kann ich mal die Rechteckauswahl nehmen auf den Laufstich und vielleicht den etwas kleiner einstellen. So, dann kann ich auch hier in die Mitte einsetzen
und so einstellen, dass er mir einfach eine Hilfe gibt. Bis da ungefähr möchte ich meine Blütenblätter starten und wieder enden. Und ich möchte nicht viel größer als dieser äußere Kreis werden. Diese kleinen Hilfselemente lassen sich auch ganz schnell wieder löschen, indem man auf sie draufklickt im Filmstreifen, entweder einen rechten Mausklick macht und geht auf Löschen. Oder man klickt hier einfach an und es ist ja markiert auf dem Bildschirm und geht auf die Tastatur und entfernt es. So einfach kann man es wieder dann für sich eliminieren, um im Design einfach weiterzukommen. So, jetzt lösche ich auch mal ein Blütenblatt auf jeden Fall. Und zwar vielleicht dieses hier. Nehme ich einfach jetzt, indem ich drauf drücke. Mal schauen, entweder kann ich es auswählen im Filmstreifen. Mal schauen, wo es ist. Das müsste das hier sein. Genau, es hat genau diese Richtung und diese, genau, diese, ja, ich sage mal, die Anordnung. Also ich kann es hier genau erkennen, was ist mein Design. Und wenn ich drauf bleibe, wird es mir auch markiert, sodass ich auch die Elemente in meinem Design wiederfinde. Das ist teilweise sehr wichtig, wenn man sehr viele Elemente hat. Und ich habe jetzt ja, wie gesagt, alles aufgedröselt, farbweise. Normalerweise kommt ja alles auch zusammen, aber man kann Farben auch ausblenden, sodass man nur Elemente sieht, die im Moment, also ich sag mal, relevant sind. Ausblenden der Farben geht hier in der Farbwahl im Designfenster. Man nimmt einfach das Häkchen raus und die entsprechende Farbe ist nicht mehr zu sehen und auch nichts mehr auf dem Filmstreifen. Wenn ich die wieder brauche, dann setze ich das Häkchen wieder ein und alles ist wieder da. So, einfach so zur Orientierung. Und jetzt gehe ich dahin und entferne es und zeige euch mal, wie ich das gemacht habe mit dieser Außenblütenstruktur. Ich bin auf Punktgestaltung gegangen, habe wieder den Bezier-Modus angewählt, weil er mir am angenehmsten einfach ist, weil ich die Flächen sehr gut eben modellieren kann damit. Und ich gehe hier in dem Fall auf die Satin-Umrandung und werde hier jetzt einfach die Satin-Umrandung mit Bézier erstellen. Euch darf jetzt nicht stören, wo der Stichbeginn ist oder Stichende ist. Normalerweise beginnt man ja eben und der Bildschirm ist frei. Das bedeutet, ich kann hier starten und meine Runde hier so ja, fortlaufen lassen und dann habe ich auch einen Fluss. Also kreuz und quer ist immer ein bisschen schwierig, weil ihr müsst denken, das, was ihr kreuz und quer setzt, macht später die Sticknadel eurer Stickmaschine natürlich auch mit. Also je smarter man damit umgeht im Aufbau des Designs, umso einfacher ist es natürlich dann auch in der Stickabfolge oder wenn ich das einfach den Stickvorgang dann auch mir mal anschaue, um im Design vielleicht noch Veränderungen vorzunehmen. Und ich fange jetzt hier einfach mal an. Denkt mal, es wäre noch gar nichts da. Dann beginne ich jetzt einfach hier und klicke. Achso, ich wollte die Bézier-Funktion nehmen. Entschuldigung. Also Bézier-Funktion. So, ich klicke hier und gehe wieder hier weiter. Und diese Satin-Umrandung hat eine Besonderheit. Die kann ich jetzt nicht so umpunkten, wie ich es gerade mit der Fläche gemacht habe für die Blütenblätterinnenbereich, für den Blütenblätterinnenbereich. Das muss immer wie im Zickzack die Maschine näht, gesetzt werden, die Satin-Umrandung. Also es geht ja immer praktisch so, könnt ihr euch das vorstellen, dass es immer abwechselnd von einer Seite auf die andere geht. Das ist einfach die Satin-Struktur und so muss sie auch definiert sein. Und der letzte Stich ist immer der gelb unterlegte. So oder gelb markierte, sodass man sieht, auf welcher Seite man gerade ist. Und ich weiß, ich muss jetzt hier auf diese Seite wechseln. Und wieder dran denken, hier einfach diese Elemente zu ziehen, damit diese Griffe auch entstehen, damit ich dann natürlich weiterarbeiten kann in der Formgebung. Und wenn das jetzt einfach noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, genau der Form entspricht, macht es überhaupt gar nichts, weil jetzt mache ich das ja gleich im Anschluss. Ich denke, ich habe das gut vordefiniert. Ich drücke wieder die Umschalttaste auf der Tastatur und kann jetzt hier schon mal hergehen und einfach diese Elemente, diese Griffe höher ziehen
und ich ziehe das vielleicht mal so ein bisschen runter, dass man es auch besser sieht, weil ich brauche ja schon ein ordentliches Volumen eigentlich, ne? Also von diesem Außenblütenblatt. So, da muss schon was passieren. Dann gehe ich hier einfach runter, so. Und hier mache ich das gleiche in Grün. An der Spitze ziehe ich es einfach ein bisschen hoch. Und dann kann ich jetzt hier auch schon mal schauen. Ich orientiere mich natürlich an dem, was ich gesetzt habe. Ist noch nichts da? Ist das natürlich dann mein Ausgangsdesign? Und ich kann dann auch das, wenn mir das dann gut gefällt und ich habe es schön definiert und ich habe es auch schön strukturiert und vielleicht auch einen schönen, ja, Winkel auch eingegeben oder vielleicht eine schöne, ja, Musterung auch. Auch Satins können eine sehr schöne Musterung bekommen, die Satinstiche, die lang sind, unterbrechen und dann wirklich auch schön wirken. Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr das nämlich sehen, dass ich das auch gemacht habe, weil es ist halt schon eine Strecke, die da hinterlegt wird. Und wenn Satinstiche zu lange gestickt werden, liegen die lose und können sehr gut aussehen, können aber auch stören. Also das muss man dann sehen, wie es zum Design passt. Und wenn ich hier jetzt fertig bin, drücke ich mit der rechten Maustaste und habe hier schon auch mein Element erstellt. Und das kann ich jetzt natürlich schön anfassen und anpacken und mir Zeit nehmen und schön formen und hier noch ein bisschen höher ziehen etc. Das ist gar kein Problem. Und wenn ich das hier nicht hätte, also wenn das nächste noch gar nicht da wäre, dann kann ich das Ganze natürlich auch mal schnell verschwinden lassen. Auf der Startseite ist die Rechteckfunktion. Ich lasse es weg, ich nehme es weg und kann mein zuletzt erstelltes oder mein zuerst erstelltes natürlich, wenn die alle noch nicht da sind, auswählen über die Auswahlfunktion auf der Startseite, kann auf Kopieren gehen und kann dann auf Einfügen, entweder auf Einfügen gehen, dann wird es direkt überlappend eingefügt oder eher in die Mitte, dass ich es vielleicht besser erkennen kann. Und dann kann ich das natürlich hier einfach mit dem Drehpunkt wieder so einsetzen, dass ich dann so meine Blütenblätterrundung dann so langsam auch dann erstellen kann. Und ich zeige euch mal, ich gehe auf eines dieser Elemente und gehe mal mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaften. Das hat der Holger auch gemacht, um seine Eigenschaft erkennen zu können, was er dem Motiv vergeben hat. Und da gibt es auch diese Abstufung, was er Gradient nennt, ist hier auch. Natürlich kann ich das Ganze aktivieren, wenn ich das möchte, und auch noch so einen Verlauf mit einbringen. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Oder man kann hier einfach diese verschiedenen Strukturen einfach ausprobieren, um die langen Satinstiche zu unterbrechen. Und ich finde, solche Elemente fügen sich und passen sehr gut zu Satinstichen. Es kommt immer darauf an, wie die Fläche ist, ob man vielleicht breitere, schmälere, gibt ja eine ganze Menge von denen, braucht, um einen Effekt für Satinflächen dann noch zu geben. Also da kann man einfach ausprobieren, indem man draufklickt und man schaut, wie es aussieht. Und natürlich über diese, lass mal hier zumachen. Über den Live-View kann man das Ganze sehr gut sehen. Wie wirkt das Ganze denn eigentlich? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, weil die Zeit schreitet voran. Und ich wollte euch zeigen, also wenn das erstellt ist und das hier erstellt ist, dann fehlen nicht mehr so viele Elemente, aber doch einige. Und ich habe hier eine Fläche unterlegt und dann gehe ich mal auf die nächste Seite für das, was dann kommt, als sehr weit ausgelegte Satinstiche. Das ist so ein Satinring, der sehr weit ist. Man kann unter Ansicht nämlich die Bereichslänge durchaus auch mal messen. Also, puh, da kommt schon echt eine Strecke zusammen, 8 mm. Und das ist aber genau das, was wir wollen. Wenn wir diese Effekte, da gehe ich mal auf das Bild zurück, wenn wir diese Effekte da haben möchten und also wenn es gestickt wird, kann man sehen, dass es dann eben so aussieht. Das ist der ganz normale Satinring, recht unspektakulär, aber der wird, wenn der Unterfaden dann aufgetrennt wird, dann wirklich zu einem total interessanten Element, denn die ganzen langen
Und deswegen ist er auch so breit angelegt, dieser Satinkranz oder Satinring, dass einfach diese Satinstiche dann so diesen Wuscheleffekt geben. Und ich gehe jetzt nochmal auf eine Seite, und zwar hier. Da kann man es nochmal ganz gut sehen. Wo wollte ich es denn euch zeigen? Nein, da wollte ich es euch nicht zeigen. Sorry. Ich wollte euch das hier zeigen, genau. Weil da kann man nämlich, wenn man so leicht hier unter diesen Fransen-Effekt schaut, noch eine Füllfläche sehen. Und das ist jetzt genau die, die ich jetzt auf dem Bildschirm habe. Denn wenn ich so einen Fransen-Effekt mache, ist es schön und gut, aber stehen die vielleicht ein bisschen hoch und ich habe unter diesem Fransenring oder dem Satinring keine Fläche gelegt, dann bleibt dieser Bereich weiß. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus oder nicht weiß, er bleibt so in der Stofffarbe, auf der ich eben sticke. Kann cool aussehen. Oder man muss vielleicht mitberechnen, dass man all diese Elemente einfach länger nach unten zieht, sodass die dann einfach überdeckt werden mit den Fransen, sodass da nicht irgendwie was Leeres ist. Also da muss man einfach schauen, wie man das machen möchte. Und ich fand es noch irgendwie ganz nett, dass man, und da gehe ich wieder zurück, hier einfach eine Fläche unterlegt und da drauf kommt dann der Satinring, der dann, wenn er hochsteht oder franzlich ist, noch was Schönes unten rausblitzen lässt. Und der ist jetzt hier schon fertig und das ist auch wirklich eine super einfache Sache, wie das geht. Da gehe ich jetzt mal auf schnell erstellen, auf der Startseite, Entschuldigung, damit ich die Rechteckauswahl nehmen kann und entferne das einfach. Und jetzt kann ich über die Schnellerstellen-Funktion, so wie ich vorher diese ganzen Hilfslinien mir oder auf den Bildschirm gebracht habe, kann ich natürlich wieder auswählen, indem ich natürlich auf die Form gehe. Ich gucke nochmal nach, aber es ist immer noch der Kreis gewählt. Und ich entscheide, ich möchte vielleicht keine Umrandungslinie, oh, aber dafür vielleicht eine ganz normale Musterfüllung. Und ich wähle die Form und ich lasse es einfach passieren. Alles, was auf schnell erstellen auszuwählen geht, ist wirklich mit einem Klick zu erledigen. Also, dann klicke ich jetzt mal drauf und da ist meine Fläche. Die kann ich jetzt auch ein bisschen anpassen. Ich weiß, ich sehe hier dieses rote Element, ungefähr da muss es sein. Und ich kann wieder mit rechts draufklicken und sagen, ich hätte gerne vielleicht tatsächlich einen Füllbereich, um einfach so ein bisschen was Interessantes mit der Fläche zu zaubern. Alles, was hier auszuwählen ist, kann ich benutzen, um Füllflächen einfach anders darstellen zu lassen. Es muss nicht immer die ganz normale Vollstickfläche sein. Die können schon interessant sein. Dadurch, dass es jetzt etwas Rundes ist, passen die Motive, die ich vielleicht hier nehmen kann, am besten in der Kreisform dazu. Und ich kann auch die Stichdichte durchaus ein bisschen enger machen, um einfach hier diesen Effekt zu erhalten. Später kommt hier ja noch mal eine Fläche drauf und auch so ein kleines Element. Das zeige ich euch ganz schnell, wenn ich hier drauf gehe. Ja, hier kommt noch eine rote Fläche und hier kommt noch so ein kleines Element einfach oben so als Add-on dazu. Und da kann ich jetzt vielleicht sogar diese Fläche ausschneiden, damit ich einfach nicht zu viel Stich auf eine Position bekomme. Und es geht auch, indem ich auf die Punktgestaltung wieder zurückgehe. Hier steht was von Aussparung. Und wenn ich hier dann einfach sage, da sehe ich ja schon durchschimmernd meinen Bereich, den ich nicht brauche, dann gebe ich mal grob an, dieser Bereich soll einfach verschwinden, umpunkten, rechts klicken und die unnötigen Stiche sind mal weg. Das muss gar nicht jetzt so hundertprozentig ganz exakt sein, weil alles wird nochmal überdeckt, aber es sollte schon gut gearbeitet sein. Also da muss man schon immer gucken, was schaut raus, was überdeckt, was grenzt an die Flächen, sodass man wirklich saubere Stickergebnisse dann hat. So, das wäre mal das. Und dann gehe ich mal hier rein. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Satinring. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Jetzt ist schon 8 Uhr, es tut mir ein bisschen leid, aber das machen wir jetzt noch fertig. Alle, die dabei bleiben wollen und sehen wollen, wie es geht, können natürlich sehr viel mitnehmen, weil diese Effekte oder diese Elemente können auf
alle möglichen Designs natürlich angewendet werden. Ich habe es hier schon mal vorbereitet und nehme aber alles einfach weg, damit man sehen kann, wie es geht. Weil wenn man nur darüber erzählt und es nicht zeigt, dann weiß man nicht wirklich, was da jetzt passiert ist. So, den nehmen wir auch noch weg. Okay. Und stellt euch vor, ich muss es euch immer wieder sagen, also normalerweise bleibt man in so einem Design ja hier, wie es ist. Also man fügt ja praktisch ein Element nach dem anderen zu. Ich kann es auch hier ausblenden, so wie wir es vorhin gemacht haben. Ich kann es auch größer machen, weil was ich jetzt euch hier natürlich nicht zeige, ist, dass ich immer die Kontrolle auch mit meiner vorherigen Fläche suche. Ich gehe auf Ansicht, damit ich mal die 2D-Ansicht sehe. Und die vorherige Fläche war jetzt genau das, mach es mal auf der Objektansicht, war die Fläche, man sieht immer nur dann so die, nicht die Struktur an sich, aber man sieht die Platzierung. Und das war für mich jetzt wichtig, dass ich nicht, also dass ich passgenau bin, dass das, was jetzt hier drüber kommt, ihr könnt vielleicht diese grünen Elemente drunter sehen. Und das ist, was ich überdecken möchte und wo ich passgenau bin. Und wenn ich auch mal wieder hier diese, also die inneren Blütenblätter einblende, dann muss ich auch wirklich beobachten, und ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass diese Flächen sich leicht überlappen, dass eben später beim Sticken auf gar keinen Fall irgendwelche Lücken entstehen können. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass im fertigen Design bei mir hier diese Blütenblätter etwas, sag ich mal, kleiner sind und die sind hier etwas länger, die äußeren zwei. Und da ist Stoffverzug beim Sticken gewesen auf das Material, was ich gestickt habe. Und ich konnte das beheben, indem ich diese Elemente einfach ein bisschen größer gezogen habe. Und damit war das dann wieder überdeckt. Und ich blende das hier nochmal ein mit meinen Elementen, die ja diese inneren Blütenblätter auch überdecken. Also man muss sich genau überlegen, womit fängt man an, was überdeckt, was überlappt und wie grenzt wo was an. Aber es funktioniert tadellos. Das kriegt ihr alles hin. Ihr müsst nur wissen, wie die Werkzeuge dazu zu benutzen sind. Und da wollte ich euch heute so ein bisschen was zeigen. Es ist nicht ganz einfach, wenn man wirklich neu startet. Aber ihr seid jetzt schon so lang auch dabei schon. Und man kann sich auch diese Aufzeichnung später wieder angucken. Und dann sieht man ja, was da vielleicht passiert ist und kann es übernehmen und diese Funktion für sich vielleicht mal ausprobieren. Okay, also was ich jetzt sagen wollte ist, ich gehe wieder hier zurück in den Bereich, damit ihr seht, wie man da jetzt weitermachen. Ich habe hier einen Farbwechsel. Ich brauche auf jeden Fall jetzt mal wieder einen Hilfskreis. Und da wisst ihr schon, wir gehen auf schnell erstellen. Und da gibt es die Form. Die ist mit Sicherheit immer noch eingestellt, weil ich nichts anderes gewählt habe. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte nur einen Laufstich und ich möchte bitte keine Füllung. Ich muss jetzt erstmal hier so eine kleine Hilfslinie mir einbauen. So hat es mir auf jeden Fall geholfen und ihr könnt überlegen, vielleicht macht ihr es auch ganz anders. Also das ist kein Muss, das ist einfach nur eine Möglichkeit, ein Weg. Und der kommt jetzt netterweise schon mal in der Größe, wie ich es brauche. Wenn das nicht der Fall ist und es ist vielleicht jetzt einfach mal Zufall, dann wird er hier einfach natürlich über die Umschalttaste haltet ihr die, also auf der Umschalttaste, auf der Taste, du haltet ihr die Umschalttaste gedrückt und zieht an diesen Referenzpunkten, an diesen Ziehpunkten und verändert dann einfach den Kreis, so wie ihr den braucht. Und ich brauche aber noch einen zweiten. Deswegen gehe ich nochmal auf die Form. Und der ist jetzt hier passgenau praktisch auf den Bildschirm gekommen. Jetzt muss ich ihn auf jeden Fall kleiner machen. Und ich würde mal sagen, das kommt ungefähr von der Vorlage so, vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, dahin. Also ja, so würde ich das einfach jetzt mal machen, dass das hier dieser Santelkreis wird. Innen wird dann mit einer ganz normalen Füllung nochmal gefüllt. Und das hier gibt die kleinen oberen Satin-Effekte. Aber das wird der Satin-Kreis. Meine Hilfe jetzt erstmal. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie hat sie das, wie würdest du es jetzt denn vielleicht machen? Also, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen wieder diese Punktgestaltung, nehme ich den Bézier-Modus und ich nehme die Satin-Umrandung und fange an, jetzt mit dem Bézier-Modus hier meine
ja, Linie zu definieren. Und ich fange hier einfach an. Und ihr wisst ja, Saturnbrandung bedeutet im abwechselnden Verhältnis einfach hier diese Form einfach nachdefinieren. So, das könnt ihr hier schon ganz gut sehen. Und das läuft auch ganz gut mit Bézier. Und da sieht man auch, dass solche Elemente, die ein bisschen diffiziler sind, natürlich sehr gut mit Bézier zu formen sind. Man sieht also hier immer wieder diese Griffe, wie sie den Bereich hier ausdehnen, je nachdem ich dran ziehe. Hier fehlt noch einer, also dann mache ich hier einfach weiter. Und hier mache ich dann noch einmal auf die Seite. So, und noch einen, den schiebe ich nämlich jetzt einfach dann auf diese Anfangsstiche. Ich ziehe einfach diese Griffe schon ein bisschen länger, dass man die auch gut sehen kann und schiebe die einfach aufeinander. Und achte vielleicht jetzt schon darauf, dass so einigermaßen die Form ja rund ist. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber hier habe ich dann schon mal eigentlich das, was ich vielleicht am notwendigsten brauche. Und daher muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass das innerhalb dieses Bereichs bleibt. So, jetzt bin ich damit fertig. Jetzt mache ich meinen rechten Mausklick und man kann sehen, da habe ich schon meinen Saturnstich, der im Prinzip schon fast fertig ist. Der braucht nichts weiter mehr als einen Halterring, der hier praktisch die Saturnstiche, die ich ja von der linken Seite dann auch auftrenne, hält. Und das ist eigentlich schon der ganze Clou. Und ihr könnt, wenn ich hier mal eine andere Farbe noch dazu nehme, dass man das eigentlich ein bisschen besser sehen kann, dann sieht man auch meine Hilfslinie. Und ich möchte jetzt natürlich auch gerne, dass der Satinring, dass der nicht hier so innerhalb liegt, sondern dass das alles eben schön auf dieser Linie ist, die ich mir hier einfach selbst definiert habe. Man sieht, dass ich hier innerhalb bin und das sind aber so Kleinigkeiten, da zieht man an diesen Griffen, damit einfach alles schön rund wird. So, und dann macht man den Innensatinring noch. Und da kann ich jetzt auch nochmal eine andere Farbe nehmen, nehme ich jetzt einfach so ein Lila, das fügt sich dann hier an. Und so ein Satinring ist relativ einfach auch zu erstellen, wenn ich nicht hier so ausladende Satinstiche erstellen möchte, kann ich wieder überlegen, ob ich auf schnell erstellen gehe. Ob ich vielleicht sage, ich möchte eine Satinlinie erzeugen und ich möchte natürlich keine Musterfüllung und ich möchte diesen Kreis. Und dann kommt einfach hier schon vordefiniert so ein Kreis, den ich ganz gut gebrauchen kann. Und der ist jetzt nur von seiner Stichbreite sehr, sehr breit. 4 mm. Wir brauchen einen ganz schmalen Satinring, deswegen reduziere ich hier die Breite. Und der hält jetzt hier einfach die inneren Satinstiche fest. Und damit kann ich natürlich sehr gut weiterarbeiten. Und ich kann den Laufstich wieder löschen und ich kann diesen Laufstich löschen und selbstverständlich auch die rote Farbe. Und habe jetzt hier das Element geschaffen, was so puschlig wird. Und ich gehe weiter, dass man noch den Rest sehen kann. Erkläre einfach nur noch, das dauert noch vielleicht so 5 Minuten, wenn ihr noch wollt, weil ich schon ein bisschen über der Zeit bin und zeige euch, wie ich hier, mach mal die 3D-Ansicht, hier noch diese Effekte gestaltet habe, die dann im Prinzip jetzt auf diesen Satinstich mit einer runden Fläche, die unten drunter liegt, einfach nochmal akzentuiert wird. Kann ja nochmal auf die letztendliche Warum? Ja, vielleicht, wie kann man es gut zeigen, dass man es besser sieht? Vielleicht mache ich eins nach dem anderen. Ich mache die mal alle weg, so. Weil man kann hier sehen, die Dinge haben wir ja wirklich minutiös miteinander besprochen. Jetzt kommt der Satinring, der große. Dann kommt der Halt, also der Innen, der Bereich, der im Prinzip unter diesem Satinring liegt. Den kann man von der Abfolge sogar noch eine Stufe höher nehmen, also dass er unter diesem Satinring liegt. Aber nachdem ja hier noch so ein Halterring abschließt, wird hier praktisch beide
Flächen werden hier gut überdeckt. Somit ist die Folge Satin Ring und Innenbereich ausgefüllt als Rundung völlig in Ordnung. Und dann kommen hier noch diese kleinen Effekte. Und ganz zum Schluss kommt einfach hier dieser Satin-Halterring, der das Ganze dann miteinander fixiert. So, und dann wollte ich euch nur zeigen, wie diese Elemente hier gestaltet sind. Alle, die schon auf den Filmstreifen geguckt haben, sehen, es ist einfach eine sehr clevere Art, diese Satin-Effekt-Elemente, diese kleine Rosette hier zu gestalten. Denn die Satin-Umrandung wird praktisch bis zur Hälfte erstellt, wieder mit Bissier, erhält einen Laufstich, der dann praktisch ja den zweiten, also wartet mal, ich muss erstmal hier oben hingehen, damit man es auch wirklich sieht. So, der erste Satin-Stich oder die Satin-Umrandung erstellt ist, ist hier mit dem Laufstich und dieser Satin-Umrandung zu einem Element erstellt worden, bekommt erneut einen Laufstich, um dann praktisch immer wieder von links praktisch bis nach rechts dieses Satin-Element zu erstellen, und zwar in einem, ohne dass halt die Stickmaschine immer absetzen muss. Ich habe hier eins mal angefangen, also man fängt hier an, man setzt hier den Laufstich an und könnte jetzt dieses Element kopieren und anfügen und den Laufstich dann dahin setzen, so dass es dann wirklich einfach zu erstellen geht. Wie das funktioniert, kann ich mal ganz kurz noch mal zeigen. Der Bezier-Modus ist wichtig. Ich möchte die Satin-Umrandung und kann einfach mal anfangen. Ich nehme mal hier den letzten Bereich, damit ich hier weiter fortfahren kann. Man kann das Gitternetz auch etwas verkleinern, sodass man hier vielleicht besser, Bezier-Modus, vergesse ich jedes Mal, so einzustellen, dass man auch wirklich eine gute Sicht hat. Und dann ist das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, im Prinzip das, was ihr jetzt auch macht. Ihr könnt währenddessen ihr euer Design hier gestaltet, auch schon verschieben. Muss nur aufpassen, dass man nicht diese Bissierpunkte da immer auch mit verschiebt. So, ansonsten macht man es halt dann danach. Dann fehlt mir hier noch ein Punkt und hier noch ein Punkt. Und ich würde sagen, ich gehe dann hier nach unten. Ups, nach unten und schiebe den natürlich erstmal hier auf die Seite. So, und hier noch hin. So, jetzt sieht es vielleicht noch nicht so ganz förmig aus, aber schon relativ klar erkennbar, was es werden soll. Ihr könnt im Übrigen auch diese Punkte, die ihr vielleicht nicht braucht, für so ganz kleine Bereiche in die Quadrate hineinschieben. Dann stören die nicht und ihr könnt besser eure Form definieren. So, und jetzt definiere ich die, den knicke ich hier natürlich nach da ab, so in die Richtung, in die er gehen soll, den einen Henkel, und der kommt nach da. So, jetzt müsste alles eigentlich ganz gut in der Form sein. Hier meine ich, ne, könnt ihr anklicken und hier in die Quadrate hineinschieben. So, dann stören die nicht. Gleichmäßig auch in der Länge machen, sodass also die Stichrichtung gleich ist. Und jetzt hätte ich den Vorschlag, dass man mit der Bezier und der Laufstichfunktion hier einfach weitermacht. Nämlich einfach nach da ungefähr. Achso, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Und zwar möchte ich den Bezier-Modus mit dem Laufstich und keine Füllung. So, jetzt haben wir es. So, sagen wir mal bis dahin. Jetzt ist er praktisch, habe ich hier angefangen. Hier war mein letzter Stich. Hier habe ich einfach den Laufstich weiterlaufen lassen. Und jetzt könnte ich hergehen und sagen, so, jetzt nehme ich mir das Motiv wieder, gehe auf die Kopieren-Seite und gehe auch auf Einfügen und mache die Rechteckauswahl. Das ist alles, was wir genau hatten. Bis die ganze Zeit schiebe es einfach nach unten. Muss es natürlich jetzt ein bisschen ausgleichen. Und jetzt habe ich auch einen Laufstich gemacht. Muss man jetzt mal schauen in der 2D-Ansicht, wo er dann auch wirklich ankommt, oder in der Objektansicht, so dass man sehen kann, was ich jetzt da eigentlich gemacht habe. So, jetzt füge ich das da aneinander an. Kann es natürlich auch noch ein bisschen austarieren und angleichen. Und dieser Laufstich, der kommt jetzt, das meine ich jetzt hier, der fügt sich hier einfach an, so dass ich hier beginne, hier kommt es weiter und hier komme ich wieder zurück.
Dann kann ich hier den nächsten Laufstich bis zur äußeren Rosette legen. Hier fange ich wieder an, hier gehe ich weiter und hier komme ich wieder zurück. Und so kann man diese Elemente, so deswegen sind die auch hier so genau aufgezeigt, wirklich sehr smart gestalten, sauber, auch wenn sie noch so klein sind. Und trotzdem hat man auf der Stickmaschine einen einzigen Vorgang, der gestickt wird. Und auf der Rückseite hat man eben ständig diese Verknotungen, die bei so ganz kleinen Elementen dann eigentlich nicht mehr schön aussehen. Also das ist hier so die Geschichte, die man hier bei solchen Sachen vielleicht ein bisschen beachten kann. Andernfalls kann man auch ganz andere Elementeffekte natürlich gestalten. So, und jetzt hoffe ich, dass ich auch alles irgendwie erklärt habe und auch alles mit integriert habe. Genau, denn am Ende kommt dann hier dieses ja, Motiv bei raus. Und dann, wie gesagt, wird nur der Unterfaden hier aufgeschnitten. Man hat sehr, sehr schöne Designelemente. Eine Sache mache ich jetzt noch schnell, weil alleinstehend wollte man auch noch dieses Design haben. Das dauert wirklich nur zwei Klicks, wenn ich in den Stitch Editor gehe. Das ist der Standard der Maison & Platinum. Hier habe ich schon mal eingefügt. Und hier könnt ihr sehen, hier gibt es die Registerkarte Umrandung. Ich kann eine Umrandungsstickerei einfach anklicken. Die wird sich der Form anpassen. Ich kann es einstellen in dem Abstand, in dem ich das gerne auch hätte oder in dem es auch dienlich zum Design ist. Ich kann hier mit verschiedenen Stichoptionen spielen. Man kann unter Optionen auch mal nachschauen, was es hier noch gibt. Man kann also eine Geradstichlinie zum Beispiel in eine Cutwork-Linie wandeln. Das ist natürlich super, denn das hilft mir genau zu dem, was ich brauche. Erst mache ich eine Umrandung mit einem Geradstich und ich sage euch dann auch, wofür das eigentlich hilft oder warum ich vielleicht jetzt ausgerechnet als erstes diese Umrandungslinie, Geradstichlinie gemacht habe. Und ich kann eine weitere Umrandungslinie einfach nehmen, im Abstand auch wieder definieren und jetzt vielleicht in der Einstellung der Cutwork Variante wählen, die ich dann hier dann mit OK bestätige und als Außenkante erstelle. Also alles, was außerhalb des Designs ist, wird jetzt hier beeinflusst. Man sieht auch, es gibt andere Darstellungen, wenn ich das anders möchte. Aber ich brauche es natürlich so. Und dann wird es hier mir auch ausgeführt. Alles, was hier so mit diesen Linien zu sehen ist, ist sozusagen der Laufweg der Nadel. Das ist der Sprungstich. Aber es wird alles wirklich genauso ausgeschnitten. Und wenn ich noch ein letztes Mal hier zurückgehe auf diese Ansicht. Ich glaube, man sieht es besser hier im Magazin direkt. Das ist ein Projekt in der aktuellen Tuchfühlung. Könnt ihr auf der www.husqvarnaviking.seite durchaus mal durchblättern. Und ihr könnt exakt sehen, was hier passiert. Das haben wir hier auch beschrieben. Mel hat ja, wie gesagt, diesen wunderschönen Rucksack gestickt. Nicht den Rucksack gestickt, den Rucksack genäht und einfach mit wunderbaren Effekten, Ziereffekten veredelt und eben, ich habe hier diese Designs dazu gemacht und sie hat sie schön aufgebracht auf dem Rucksack und hier sieht man exakt das, was ich gerade versucht habe zu zeigen, einfach die Geradstichlinie und die Cutwork-Linie, also Design wird gestickt, dann wird einfach mal ein Rückseitenstoff auf, kann man hier gut sehen, auf die Rückseite des Stickrahmens, den ihr vom Stickarm einfach abnehmend angebracht, mit Kreppestreifen zum Beispiel, Malerkreppband. Dann wird diese Geradstichlinie genäht, das ist diese Umrandung, die fixiert sozusagen die Rückseite eures Elements, was ihr da gerade bearbeitet und dann wechselt ihr zur Cutwork-Nadel. Dann könnt ihr genau sehen, dass die zweite Linie hier dann um dieses Design gesteuert wird und das Design ausschneidet und ihr eine saubere Vorder- und Rückseite habt und dann natürlich ein wunderschön freistehendes Element damit machen könnt. So, boah, und jetzt seid ihr wahrscheinlich auch erschlagen mit den vielen Dingen, die ich euch gezeigt habe und gesagt habe, aber das sind so die Möglichkeiten, die ihr mit der Maisonette Platinum machen könnt und wie auch dieses Element, was wir euch hier zeigen,
entstanden ist. So, und jetzt würde ich sagen, kann man vielleicht jetzt einfach noch die Zeit nehmen, um auf Fragen einzugehen, wenn denn welche da sind. Es sei denn, Andreas hat schon alles beantwortet, weil er das macht ja immer wirklich sehr akribisch und gerne und schnell. Ja, also bisher alle Fragen beantwortet soweit, keine neuen Fragen, also keine offenen Fragen. Ja, wunderbar. So ist es doch toll. Gut, also dann würde ich sagen, wenn da keine Fragen sind und es euch ein bisschen hoffentlich auch weitergebracht hat in der Anwendung der Dinge und in der Vielfalt, in der Komplexität auch, ich denke, dann war das wieder ein erfolgreiches Zusammensein. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, einfach die Dinge zu teilen, die auch wir immer wieder auskundschaften und erforschen. Ihr könnt diese Aufzeichnungen, ich habe mal hier die Webseiten auch aufgerufen auf der Pfaff-Website. Ich mache die einfach mal auf, könnt ihr natürlich angucken. Ihr scrollt einfach ganz lange nach unten und dann seht ihr zum Beispiel die Icons für Instagram, Facebook, YouTube. Und bei Husqvarna Viking ist es ähnlich. Da könnt ihr direkt gleich das neue Magazin sehen. Die Yourstyle kommt einen Monat später. Die ist dann im Mai da. Könnt ihr natürlich auch stöbern. Und sie vor allen Dingen bei eurem Fachhändler sie euch auch abholen. Ja, also das ist immer toll, ein gedrucktes Magazin in der Hand zu haben mit vielen Tipps zu allem, was euch eigentlich beschäftigt und uns beschäftigt. Und bei Husqvarna Viking ist es hier natürlich genauso. Dann klickt ihr hier zum Beispiel halt auf YouTube und die ganzen aufzeichnen können, könnt ihr dann hier dann natürlich auch verfolgen und sehen. Also da ist eine ganze Menge zu stöbern und nachzugucken. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn gar nichts mehr zu klären ist, dann war das wunderbar. Entweder seid ihr so überfrachtet oder ihr sagt, nö, das war eigentlich alles ganz gut und habe alles verstanden. Kann also morgen direkt loslegen. Ja, also. Ja, dann würde ich dann sagen, ich kann noch mal zurück auf dieses Design gehen, damit man noch mal sieht, wie es dann letztendlich auch aussieht und dass unser Thema war. Vielleicht ziehe ich einfach noch mal hier den ganzen Filmstreifen hoch, dann kann man sich am Ende der Aufzeichnung vielleicht nochmal genau anschauen, was da alles war. Wenn ihr euch fragt, warum ich dazwischen Laufstiche habe, die ich ja überhaupt nicht erklärt habe, dann möchte ich nur ganz kurz sagen, es ist die Verbindung dieser kleinen Elemente, und ich mache es mal ein bisschen größer, dieser kleinen, was auch mal auf 2D-Ansicht, genau hier zwischen einfach da, wo praktisch diese Anfangs- und Endstiche sind. Ich mache das alles mal weg. Da habe ich einfach noch Verbindungsstiche reingemacht, damit durch die Laufstichbewegung oder durch den Laufstichelement hier natürlich das so ist, dass die Stickmaschine immer ankommt, weitergeht und wieder weiterstickt und weitergeht und weiterstickt. Und das ist natürlich genauso bei der Fläche, die ich hier als erstes dargestellt habe. Genau das Gleiche. Dann blende ich nochmal ganz schnell das hier aus. So, und dann ist es nämlich so, dass ich hier angefangen habe und die Fläche wird automatisch gestickt und hört hier wieder auf. Und das ist mein Laufstich, der zu dieser nächsten Fläche führt, die ich hier so eingefügt habe. Also das kann man hier ganz gut sehen, dass das einfach nur meine Verbindungsstiche sind, damit die Nähmaschine und die Nadel einfach ganz sa sanft auf meinem Stoff dann arbeiten können. Das ist der Grund. So, und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Okay, Andreas, gibt es noch was von dir? Nö, soweit alles okay und ich denke, alles gesagt. Ja, genau. Machen wir mal einen Punkt für heute. Okay, dann hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gebracht hat, ein bisschen weitergebracht hat. Wenn Fragen sind, ihr wisst ja, wie ihr uns findet. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn einfach ihr mal später auch an der Technik dran seid und überlegt, wie geht's. Also keine Sache, könnt ihr uns kontaktieren. Ihr könnt euren Fachhandel kontaktieren. Wir werden natürlich wieder ein weiteres Webinar machen. Termin haben wir noch nicht, aber wir werden euch wieder erreichen und informieren und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Da würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns.